Recht herzlich willkommen zur 100. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir haben hier unser Dingens gemacht letztes Mal. Unseren Punkt hier, wo wir lang müssen. Und ja, können wir vielleicht noch ein bisschen verändern oder nicht? Das ist die Frage, ne? Oh, das war verkehrt. So nicht, muss so bleiben. Ich glaube, wir müssen den hier so. Ja, so sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. Und den roten zuppeln wir jetzt noch. Dann müssen wir den kleiner machen. Jo. Kommen wir gleich. Oh, das war zu viel des Guten. So. Da noch ein bisschen korrigieren. Oder war es der? Ne. So. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ja, ich glaube, das machen wir erstmal. Obwohl. War das jetzt der? Ich glaube ja, ne? Das ist ein bisschen viel. Den. Was machen wir mit dem noch? Welche Ebene bedient der? Blaue hier. Okay, das war so. Alles klar. Ne, das war jetzt nicht so gut. Den lassen wir mal so. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Position einnehmen hier unten auf den schicken Punkt hier. Ist ja schon fast top. Klein bisschen nach rechts noch. So. Na. So sieht's gut aus, oder? Ne? Bisschen mehr, so, ja. So, in 8 Minuten haben wir diese Position dann. Ab hier, oder? Und dann einfach mal gucken, dass wir das da gleich hinkriegen, ne? Ja, wird schon werden. Ich glaube, wir können noch einen Tacken nach da. So sieht's optimal aus. Wir haben 1 Minute 44 so ungefähr. Und wir müssen vorher mal was machen, denke ich. Oder? Ne, wir können jetzt beschleunigen. 1,30, ja, 500. Ich glaube, bei 1 Minute geht's, ne, oder? Machen wir gerade einen Tacken schneller. So, und jetzt können wir dann auch einmal Gas machen. Gut, da ist natürlich jetzt wieder das Malheur passiert, dass wir eine leere Stufe haben. Hat gut geklappt. Kleine Verzögerung in der ganzen Geschichte. Ist so, ne? Jetzt müssen wir nur schnell hier aufmachen, sonst können wir da nicht steuern wahrscheinlich. Sieht doch ganz gut aus, oder? Und Stopp machen wir mal. So, den löschen wir jetzt. Und wie sieht's aus? Ich denke ganz gut, oder? Hat eigentlich ganz gut geklappt. So. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das haben. Und das hier ist
der Target. Ich glaube, wir müssen da auch auf Target, sonst wird das nichts. Und wo sehen wir denn das Target? Da. Oder das war. Das Flugrichtung, ne? Okay, genau. Ne, das wollen wir nicht haben. Wir müssen ja uns auf den Dingens nähern hier, den Punkt. Ich glaube, das war vor uns, ist der Punkt, ne? Ja. So. ja. Wir sind jetzt hier und der ist da. Lass mal gerade gucken. Der ist schneller, weil er den kleineren Kreis macht. Wir sind langsamer, weil er einen großen macht. Hört sich ja, oder sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Kann das sein? Das ist doch gar nicht mal so schlecht, was da jetzt passiert, oder? Oh, jetzt habe ich hier eine falsche Taste erwischt. Schnell die Map wieder. So. Wir sind langsamer, eher schneller. In der kleinen Runde sozusagen. Das bedeutet, wir müssen gleich hier an dem Punkt die Apoapsis kleiner machen, denke ich. Dafür richten wir hier mal aus. Gut, mach da. Und dann holen wir die erstmal rein. Das sieht doch prima aus. Stopp, das ist ja viel zu viel, die ist ja jetzt da. Nochmal dahin und wir crashen nämlich schon, wenn da rein. Okay, so stehen lassen. Okay, dann werden wir jetzt definitiv das nicht so hinkriegen, ne? Dann würde ich sagen, wart mal bis da. Jetzt überholt er uns wieder. Ist auch klar. Dann machen wir da. Das wird gerade kleiner. Das ist die Frage, wer ist hier wer? Ich glaube, er macht jetzt gerade blöderweise beide. Ah ja, jetzt ist meiner. Wir müssen da so hin. Okay, macht jetzt. Das will ich nicht. Warp hier. Gut, der ist uns voraus. Jetzt müssen wir so, genau. Kleiner machen. Würde ich sagen. Jetzt sind wir hier auf 19.000. Sind aber immer noch an dem
Ach, Interception haben wir, wie hieß das noch hier? Das war jetzt auch nicht so dolle, ne, was wir da gemacht haben. Das hier müssen wir noch Manöver haben. Das haben wir ganz vergessen. Schlecht. Stopp, das war zu viel. Glaube, das passt aber schon, ne, oder? Ja, das ist. Ach so, das sehen wir ja. Wenn wir jetzt hier nicht so viele Marker hätten, dann würden wir das erkennen, ne? Erstmal ausrichten jetzt hier. So. Jetzt weiß ich, warum der, ne, so verrückt dreht, ist dann, wenn man das nicht ausschaltet. So, haben wir. Jetzt ist die Frage, wo sind wir? Wo ist er? Wir sind da. Und wo haben wir jetzt den Dingens gesetzt? Haben wir den da gesetzt? Ja, könnte sogar hinkommen, passt. Nee. Ab nächstes Manöver, genau. Dann müssen wir das gerade brennen hier. Ja, passt. Das ist nicht viel, das müssen wir nur gerade einmal gleich machen. Einmal gerade schneller. Gut. Und einmal runter. Fertig. Sieht jetzt ganz gut aus, oder? Ja, ich glaube schon. Der weg. So. Das ist jetzt die Moonrescue V4 und das sind wir. Das ist mal wegzumachen. Das auch so. Und jetzt müssen wir das mal ein bisschen sortieren und ordnen, ne? Und das ist das Problem, was wir gerade haben. Er fliegt da lang. Wir da, damit der Abstand ja noch größer. Das ist also eigentlich schlecht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen abbremsen, dann müssten wir den weiter reinkriegen, aber ja. Wie war das? Jetzt müsste ich eigentlich hier auf den Marker von dem da steuern immer, ne? Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, wenn ich jetzt hier darauf zuziele sozusagen, dann müsste das der richtige Weg eigentlich sein, um sich da anzunähern, ne? Ja, aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.